Gut, dann bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Ich öffne die äußeren Türen. Okay. Hi. Willkommen in der GNR Garnison. Willkommen in der GNR Garnison. Ja, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ritter Dillon. Wenn Sie irgendwas brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Sie haben einen Pip-Boy. Stellen Sie ihn auf Galaxy News Radio ein. Das ist der einzige Sender im Ödland, der die Dinge beim Namen nennt. Three Dock ist oben. Echt? Cool. Wenn Sie sich uns nicht in den Weg stellen, ist alles in Ordnung. Hatte ich jetzt auch nicht gedacht, aber... Ritter Finley zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Das ist Galaxy News Radio. Die letzte freie Stimme des Volkes des Ödlands. Dass es so bleibt, dafür sorgt die stählerne Bruderschaft. Cool. Okay, aber halten Sie sich aus unserer Operation raus. Was ist denn Ihre Operation? Ist das stehlen? Nein, ist nicht stehlen. Okay. Cool. Ja, das ist doch schön. Das heißt, dann kann ich mich ja noch ein bisschen hier gütlich tun. An den Sachen, die voraussichtlich ja nicht gebraucht werden. Okay, bei ihr bin ich bei Galaxy News Radio gelandet. Cool. Ich kann sogar schlafen. Cool. Leer, 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 leer. Okay. Mhm. Da geht's sogar auch nochmal hoch. Oh, oh, oh. Darf ich? Tatsächlich. Wenn ich darf, dann nehme ich auch. Pfeile. Ey, ich will nichts sagen. Das ist die stählerne Bruderschaft. Und was finde ich da drin in der Munitionskiste? Pfeile. Also Dartpfeile. Nochmal eine Toilette. Okay. Bis halt die ganze Bude brennt, weißt du? Offenes Feuer und so. Okay, Three Dog soll oben sein. Cool. Hier geht's wahrscheinlich auch nach oben. Ja. Komm, dann gehe ich hier erstmal nach oben. Chevy Chase? Oh. Verdammt! Wir haben Revan verloren. Wen? Revan? Mit so jemandem macht das Jagen Spaß. Okay. Gut, das war jetzt hier nicht so erfolgreich. Dann komme ich wahrscheinlich auf die andere Seite rüber. Ihr habt Raven verloren. Wer ist denn Raven überhaupt? Ja, komm, die Supermutanten sind doch schon arg dezimiert worden. Durch mich. Und durch den Behemoth. Gebe ich ja zu. Mhm. Und hier ist schon gar keiner mehr oben. Okay. So, Three Dog. Wie sieht's aus? Gehen wir mal zu dem jungen Mann nach oben. Three Dog ist oben. Willkommen bei der Galaxy News Radio Außenstelle. Ich bin Sergeant Wilkes, der Befehlshaber hier. Was bringt Sie in die Gegend von DC? Das ist der letzte unabhängige Radiosender in der ganzen Gegend von DC. Alle anderen Sender bestehen praktisch nur aus Enklavenpropaganda. Ja gut, das stimmt sogar. Denen würde ich kein Wort glauben. Ja.
Naja, der einzige andere Radiosender, den man klar und deutlich empfangen kann, ist der Sender der Enklave. Aber die senden nichts als Lügen und Propaganda. Galaxy News Radio hingegen berichtet über das, was wirklich passiert. Ich habe auch schon gehört, dass er über mich geredet hat, ja. Wir haben eine enge Bindung zum Sender. Wir bleiben hier in der gesicherten Anlage und schützen ihn vor den Supermutanten. Das ist der einzig wirklich sichere Ort in den Ruinen von DC. Alle anderen sind voll diesen wandelnden Scheußlichkeiten. Es ist gut, im Sturm einen sicheren Hafen anlaufen zu können. Wissen Sie? Klar. Viel Glück. Geht mal zu River City, die werden euch das gleiche Lied singen. Oder Megaton. Alles unglaublich sicher. Hm? Oh, was steht denn schon? Oh je. Yeah. Oh. Und schon vergeigt. Okay, zwei dürftig. Zwei ist ein bisschen dürftig, aber zwei dürftig halt. Er wird sich verarschen. Ich gehe wieder, ciao. Hier ist mir zu wenig los. War vorher besser. Gott. Ich frag mich, wie ich denn zu dieser Dings kommen soll, zu diesem Nationalarchiv. Wird mir doch nicht mal gezeigt, wie ich da hinkomme. Hier ist hier bestimmt auch. Nein, ich bin nicht ganz fertig. Holzhammer, damit fange ich gar nicht erst an. Kampfmesser hatte ich aber, ne? Ja. Halte ich gleich mal. Tö. Warum nicht? Na? Willkommen zu Hause. Hallo. Läuft heute alles nach ihrem Geschmack. Wieder, so. Ehe das Spiel jetzt wieder abspielt, ich würde ganz gerne dann. Na, komm, mach hin. So, dann halt so. Okay. Noch schnell ein Kühlschrank. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Die müssen jetzt ja nicht fast jeden Tag ankommen und mir was in die Hand drücken. Ist zwar lieb, aber ein bisschen übertrieben. Naja, egal.
Aber wahrscheinlich weh, ich klau den eine Sache. Machen Sie sich nichts aus dem Rauch. Wisst ihr was? Rauch? Was? Wie? Oh, mein Kampfhelm hat schon nichts mehr. Toll. Gute Jagd. Bis dann. Ciao. So, will ich aber gleich nochmal wieder zurück. Lasst hören! Bleib doch mal! Sollte das nicht abschreckend genug sein, so wie es hier aussieht? Das war nur eine Annahme, aber... Hoi. Draußen war noch irgendein Supermutant, irgend so ein Vollhonk. Aha. Dann mache ich erstmal doch nochmal hier weiter. So, da. Jetzt kann ich mich plötzlich nicht mehr reinlegen. Was ist denn da los? Ja, die Aufklärungsausdauer. Na gut. Okay, Three Dog. Exit? Moment mal. Ihr Blick sagt alles. Sie denken, wer zum Teufel ist dieser Kerl und was geht er mich an? Gut. Seien Sie darauf gefasst, erleuchtet zu werden. Ich bin Three Dog, Plattenleger und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Was? Oh. Hey, für den guten Kampf muss man alles geben und immer aufs Ganze gehen. Man muss sie immer beeindrucken, sag ich. Man muss sie immer beeindrucken und das Wissen verbreiten. Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Hol mich der Teufel! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Sie sind wirklich so clever wie Ihr Vater. Ja, weil Sie über die Ursache ja bestens Bescheid wissen, brauche ich Ihnen die Wirkung nicht zu erklären. Also los, machen wir uns an die Arbeit. Was? Ich bitte Sie, Sie reden hier mit Three Dog. Ich habe mein Ohr am Boden und höre die herannahenden Pferde schon von Weitem. Aber wenn Sie meine Hilfe wollen,
müssen Sie Ihren Teil zum guten Kampf beitragen. Was für eine Hilfe? Ach, Hinweise. Ich höre andauernd irgendwas. Das meiste ist belanglos, aber hier und da schleicht sich was an deine Frau ran und geht ihr an die Wäsche. Heute ist wohl ihr Glückstag. Rein zufällig weiß ich von einem geheimen Waffenlager des Militärs, das vom Zahn der Zeit unberührt blieb. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Okay. Gut, denn das wird nicht einfach. Galaxy News Radio ist mein Baby. Ich liebe es, füttere es und wechsle ihm die Windeln. Da ist nur eins. Außerhalb von DC hört es keiner schreien. Wissen Sie, irgend so ein Supermutant dachte sich, es wäre witzig, das glänzende, runde Ding auf dem Washington Monument unter Beschuss zu nehmen. Hm. Genau. Das glänzende Ding war unsere Sendeantenne. Jetzt sieht sie aus wie Schweizer Käse. Ohne sie ist unser Sendebereich sehr eingeschränkt. Natürlich gibt es den Hersteller der Sendeschüssel schon lange nicht mehr. Was bedeutet, dass wir vergessen können, einen Ersatz dafür zu bekommen. Ja? Es ist risikoreich. Warum sollte ich lügen? Aber in Ihren Augen sehe ich etwas, das geradezu herausschreit. Ich ziehe den Karren aus dem Dreck. Ihr Papa hatte denselben Blick. Deshalb hilft Three Dog Ihnen. Kannst du mal endlich mal zum Punkt kommen, Junge? Einer der Kerle der Bruderschaft erwähnte mal, so eine Schüssel in einem der alten Museen von DC gesehen zu haben. Das ist die Schüssel des alten Mondlandegerätes Virgo 2 im Technischen Museum. Sie müssten sie klauen, zum Washington Monument bringen und sie anstelle der kaputten montieren. Das wäre alles. Okay. Ich kenne eben meine Pappenheimer. Sie sind das Beste, das Galaxy News seit langem passiert ist. Wenn Sie noch weitere Infos brauchen, ich warte hier auf Sie. Ja. Das Technische Museum finden, ja. Ich gucke mich jetzt erstmal um, ob ich vielleicht hier was anderes finde. Wie zum Beispiel eine Wackelpuppe oder sowas. Ein Bügeleisen. Ich könnte das Radio anmachen, da können wir ein bisschen hier Galaxy News Radio hören. Sie haben noch was auf dem Herzen, oder? Och, es geht. Hast du eine Wackelpuppe oder so? Sag's mir am besten, dann muss ich hier nicht blöd suchen. Oh, Buch der Wissenschaftler da. Was lesen. Danke. Aha. Aha. Wo komme ich denn hier raus? Dumpound Circle. Oh! Ja. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ach so, stimmt, ich bin ja frisch geleert. Bin ich denn jetzt überhaupt gelandet? Laut Karte. Da, okay. Das ist jetzt aber nicht der Eingang, den ich da gerade sehe, zu der verstrahlten Metro, oder? Das Ding da meine ich. Wird nicht
Ja, warum? Hä? Metro Junction? Hä? Ja, wieso kriege ich das hier jetzt nicht angezeigt? Metro Junction. Sehr sauber hier. Dreht er sich. Hat aber keiner gehört. Okay. Anscheinend ernst gemeint. Okay, gut, ja. Gut. Warum auch nicht? Aber da war dann noch ein zweiter. Eine zweite Richtung. Ob die jetzt zu einem zweiten Eingang führt oder sowas, keine Ahnung, aber... Naja, wir gucken mal. Das ist kein Schalter, nein. Okay, hier ist halt nicht viel los. So, da geht's nämlich noch lang. Ob es da weit lang geht, keine Ahnung. Gucken wir mal. Aber scheint zu einem weiteren Bahnhof zu führen. Und da brennt's. Da ist ein Leuchtender. Zwei. Dann nehme ich aber doch lieber das.
ob es hier unten wirklich weitergeht. Weil normalerweise geht es immer oben weiter. Oh, okay, also da geht es schon mal nicht weiter. Okay. Gut, da geht es schon mal nicht weiter, aber vielleicht ja auf der anderen Seite. Da sieht es zumindest aus, als ob es da weitergeht. Die Frage ist nur, geht es da auch rauf? Ja doch, da geht's auch raus. Gehen wir doch nochmal nach oben gucken. Sorry, aber Raiders laufen einfach zu viel. Drei Richtungen. Ich gehe dann erstmal die hier. Na? Mal ruf! Richtig. Seufz. So, okay. Nee. Ja, komm, besser kann ich. Irgendetwas. Hinter dieser Wand. Doch, Raiders. Okay. Au! Oh, Mann.
singen. Nebenan also. Das waren vorher nicht so viele. Du bist... Oh! Oh! Ah! Toll. Au! Ah! Au! Mann! Ich weiß, dass du hier bist und ich werde dich finden. Ich würde ja auch gern zu dir kommen. Wenn ich dich seh, bist du tot. Ach, hier so längs. Da geht's rein. Du, ich habe gar keine Lust, mich zu verstecken. Komm du doch! Das wird tot! Ja, ich hab Spaß. Ich wollte jetzt gar nichts auf. Wo ist denn der andere? Ach, da. Kommt ja noch cool vor, wa? Mit der Hockeymaske. Ist ja lächerlich. So, ist jetzt hier Ruhe. Anscheinend.
Oh, schön. Ah. Trockener Abwasserkanal. Alter. Wimmelt es ja nur so von Raidern, habe ich das Gefühl. Da muss ich irgendwie hin, aber da komme ich nicht hin. Weißt du was, komm. Das war bestimmt der Alkohol. Das sag ich doch. Der Wein hat nachgelassen. Ne, ich hab nichts mehr. Nee. Der Wein, der Wein. Komm, das krieg ich doch noch hin, oder? Sag doch mal. Nein, echt nicht. Die Maschinenpistole auch. 44er Magnum, aber die habe ich nicht. Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ja. Oh, okay. Oh Mann. So, ich habe da noch ein paar Holomarken. Hier. Sie haben. Vielen Dank. Redex, okay. Gibt 11 Kronkorken dafür. Das ist gut. Also ich wäre jetzt gerne ins Nationale Archiv gegangen, aber irgendwie will das Spiel nicht. Will mich zwar überall hinschicken. Ah, hallo. Bin gerade. Will mich überall hinschicken, aber. Ja. Sonst ist es eigentlich egal, anscheinend. Was ich will. Tatsächlich. Oh ja. Gute Jagd! Ciao. So, werde ich jetzt erstmal ganz kurz meine Klamotten ein bisschen herrichten.
So. Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Alter, Junge, du gehst mir auf den Sack. Entschuldigung. Ist aber so. Ja, da komme ich irgendwie nicht hin, warum auch immer. Da ist no entrance. Keine Ahnung warum. Dupont Station habe ich nicht gefunden. Georgetown West. Da ist irgendwo Dupont Station. Was ist denn da drin schon wieder los? Dieser komische Bahnhof. Jetzt kommt auch so ein Au! Ey. Au! Mann, Mann, Mann. Wo ist denn hier dieser Station? Diese Station. Hier müsste die Station sein, irgendwo. CNO-Sender, keine Ahnung. I don't understand. Vor allem, jetzt gehe ich doch theoretisch wieder weg, oder? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Hier ist auf jeden Fall auch wieder irgendeine Station. Irgendeine Metro. Georgetown North. Ach, Mann. Er hat auf jeden Fall auf das Party gefeiert, sehe ich gerade. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich will nicht mehr. Ich gehe jetzt hier rein. Ja. War ich hier schon mal drin? Zeig doch mal.